Oh mein Gott, ist das viel. 9 am Spannwerk. Ja. Dafür hast du deinen gesamten City-Block Strom etwa. Am Ende setzt du eine in der Mitte. Das ist der ganze. Nee, mit, selbst mit den 36x36 Blöcken hast du hier nicht komplett Strom. Man setzt 4 an jede Ecke einer. Also das ist irgendwie etwas. Ich meine, dass wir bei irgendwie 150 Blöcken mal 150 Blöcken sind bei dem City-Block. Das weiß ich nicht. Bei der 36er Kantenlänge brauche ich bei 150 ein paar mehr. Ja, ich weiß. 100 mal 100. Bist du sicher mit 100 mal 100? Ich glaube schon. Moment, ich kann das ja mal eben ausmessen mit einem Blueprint. Ich brauche einfach nur eine 100er Stack, Fließband nehmen und langlaufen. Ich kann auch einfach mit einem Blueprint messen, wie viele Ziegelsteine ich brauche. Oder so. Das ist tatsächlich 96 mal 96. Das ist gemessen, das sind mal von hier Mitte. Ja, dann sind es 100 mal 100. Ja. Wird das nämlich genau so ausgelegt, dass man von den kleinen, ganz normalen Vanilla-Roboports 4 in die Mitte reinstellen kann und dann ist er komplett ausgefüllt. Okay. Aber selbst bei 100 brauchst du 3x3 von den Umspannwerken. Deswegen werden wir wahrscheinlich bei einem Roboter-System nur die kleinen Roboter nehmen können, weil wir die dann eins reinrutschen müssen. Damit sie sich die Logistiksysteme miteinander nicht verbinden können. Müsste das nicht mit den Logistik Zone Expander MK3 passen? Haben die nicht irgendwie 90x90? Das könnte passen. Ja, Logistik Zone Expander MK3 haben 90x90. Das könnte dann auch passen. Dann brauchst du nur einen in die Mitte setzen, dann kannst du dir da noch eine Robo-Chest nebenstellen. Und dann musst du halt deine Charging Points verteilen. Dann passt das. Dann hast du halt am Rand immer 5 Blöcke, die nicht versorgt sind. Ja, ist nicht schlimm. Und wenn dich das stört, dann musst du halt mehr von den Zone Expandern hinstellen. Ich glaube, das ist so wurscht. So, was wollte ich noch machen? Die Bahnhöfe austauschen, den Blueprint. Also ich könnte sogar Orkwascher Mark 2 machen, nur die Mark 3er wären schwierig. Dann mach Mark 2er. E-Gear und Claybricks, oh Gott. Claybricks da hinten. Ich kann auch schon die Medium Electric Pulse MK2 machen. Ja. Aber ich glaube, die Big Electric Pulse MK2 brauchen wir nicht. Was konnten die noch gleich besser? Die haben halt eine längere Spannweite gehabt. Ja, Kabelreichweite von 40 statt 30, aber das macht keinen Sinn, weil wir brauchen in den seltensten Fällen solche Reichweiten. Weil wir ja mit den, weil wir ja durch den City-Block außenrum schon gut versorgt sind. Ja. Und in den meisten Fällen dann mit den Mediums reingehen können. Ich würde mir jetzt mal eben noch was zu trinken holen. Bis gleich. Mach das. Was zum Fick ist denn eine perfekte Nachtbrille?
Oh, wir müssen uns mal wieder um ein bisschen, wie heißt es, kümmern. Stein. Wir haben zu wieder zu viel Quatsch Stone. Mal wieder. Schon wieder, ja gesagt. Komm, dass es nicht brast, sondern... Oh, ich brauche es. Okay, ich kann sie noch nicht erstellen. Bin wieder da. Okay, dann hat sich das nicht. Merkwürdig. Dann habe ich den jetzt nochmal neu gedreht und dann passt das jetzt. Oh. So, habe ich noch genug Fließbänder? Ja, habe ich noch Unterbänder, das sollte auch reichen. Jetzt darf ich erstmal irgendwie die, wie heißt die Platten hinlegen? Die Clay Bricks. Die werden ja schon ordentlich produziert. Nein, das Problem ist, sie dahin zu führen. Da wirst du wohl ein paar Bänder hier quer durch die Basis gelegt kriegen. Klar krieg ich das hin. Ich mag es halt nur nicht. Ist das Absicht, dass du jetzt nicht in dem City-Block, wo markiert ist, baust, sondern in dem anderen? Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Was? Mongo. Ja. Einmal mit Profis. Nicht bei uns.
Damit muss ich eigentlich noch Batterien herstellen. Was richtig viel Eisen frisst, ist die Produktion der Fließbänder. Ja. Und auch Stahl nimmt gut ab. Und unser Kupfer-Warehouse wird sogar leer. Auch Kupfer gut gerade verbrannt. Ja. Kupferwehrhaus wird leer. Ja. Ein bisschen. Es kommt Alter, aber was ist denn das für eine Kreuzung? Eine große. Nein, das ist selber quasi. Sagen, ich verstehe es. Das ist quasi diese, das Ding, was du drüben als Abzweigung hast. Also einen rechts neben mir im Block. Nur halt in alle Richtungen. Okay. Stellt sich die Frage, wie gut funktioniert das? Ja, das sieht man dann, wenn man sie im Betrieb hat. Irgendwas wollte ich doch machen. Sachen vielleicht? Ach ja, ich weiß es. Ich freue mich schon drauf, wenn die Bots endlich schneller werden, ne? Auf zu heulen. Halt so ein Batch-Spaghetti bei mir. Das wird es bei mir aber auch. Wird aber Zeit, dass die großen Schmelzen anfangen. Anlaufen. Das wird noch dauern. Ja, das dauert noch länger. So, Kreuzung ist gebaut. Ich rechne mal mit
Ende der Woche. Nicht mal Ende der Woche. Nicht Ende der Woche, glaube ich nicht. Kommt ja drauf an, wie viel wir hier spielen oder bei mir. Das stimmt. Das können wir ja mal entscheiden, auf was wir gerade bekommen. Ja, das ist richtig. Was ist los? Hast du eigentlich inzwischen Lampen in der Autoproduktion? Nein. Wäre vielleicht mal sinnvoll. Vielleicht. So. Und jetzt werden noch Lampen automatisiert gebaut. Immer zwei Stacks werden vorgehalten. So.